Ich gehe stramm auf die 10.000 Abonnenten zu und dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, dass ich ein kleines Hardware-Upgrade in meinem Studio gemacht habe. Ihr hört jetzt auch schon mein besseres Mikrofon, aber ich werde auch noch ein paar weitere Umstellungen an meinem Kanal vornehmen. Die größte Neuerung wird sein, dass es neue Formate geben wird. Die ganze Zeit habe ich meine Videos ja rausgehauen, ohne dass die in einer Kategorie zugeordnet waren. Jetzt wird sich das ändern und zwar habe ich mir schon mal für den Anfang 5 Kategorien überlegt, in die ich in Zukunft meine Videos einsortieren werde. Das werde ich kenntlich machen im Titel mit einem Hashtag und über die Einsortierung in Playlisten. Das macht es euch dann auch leichter zu entscheiden, ob das Video euch überhaupt interessiert, ob ihr das schauen wollt oder vielleicht aufs nächste wartet. Die erste Kategorie, die ich einführen werde, ist die Kategorie Projekte. Ich baue bei mir im Heimnetz immer ziemlich viel um. Ich habe eine Fritzbox, ich habe ein Pi-Hole, ich habe ein NAS und da ergeben sich immer wieder mal so ein paar Projekte. Ich hatte auch mal mit Smart Home angefangen, musste das aber leider aufgeben, weil ja die Software, die ich nutzen wollte, eingestellt wurde. Nichtsdestotrotz, es wird immer wieder mal ein paar Projekte geben und da wird es dann auch entsprechend die Kategorie Projekte geben. Und in der kategorisiere ich dann halt meine Videos ein, in der ich meine Projekte zu Hause zeige, ein bisschen erkläre, was ich mir dabei so gedacht habe. Eine andere Kategorie wird die Kategorie Meinung sein. Ich werde mich jetzt vermehrt zu Themen im Internet äußern und auch mal meine Meinung dazu kundtun. Gerne könnt ihr auch schon mal Vorschläge machen, wozu ich denn mich mal äußern sollte, was ein kontroverses Thema ist oder wo ihr vielleicht Fragen dazu habt und wo ihr von mir dazu was hören wollt. Die Sachen werde ich natürlich versuchen vorher zu recherchieren, trotzdem wird es eine Meinung bleiben, also das ist dann kein Faktenvideo. Und man kann dann auch natürlich geteilter Meinung sein. Ein Beispiel aus dieser Kategorie aus der Vergangenheit wären zum Beispiel die Videos zum besten Antivirus. Das ist natürlich eine subjektive Wertung, da habe ich den Defender empfohlen und das werde ich zukünftig eben als Meinung kennzeichnen. Dann wird es noch die Kategorie Tipps geben. Hier möchte ich Dinge veröffentlichen, die nicht so offensichtlich sind. Natürlich immer mit einem Technikbezug und da ich selber viel rumspiele, stoße ich oft auch auf Dinge, die vielleicht für euch auch interessant sein könnten und in dieser Kategorie werde ich die eben veröffentlichen. Das soll dann Sachen sein, die also nicht ganz so offensichtlich sind. Ich bin natürlich auch immer offen für Vorschläge, wenn ihr einen kleinen Tipp habt, der euch, was weiß ich, beim Firefox mal aufgefallen ist, wie man den noch besser datenschutzfreundlicher oder sonst wie gestalten kann, dann könnt ihr mir das natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Dann bedanke ich mich natürlich bei euch, blende euren Kommentar ein und mache vielleicht über diesen Tipp dann ein kleines Video. Es wird auch jetzt wenig überraschend die Kategorie Anleitung geben. Ich habe ja viele Anleitungen immer wieder veröffentlicht und dafür wird es jetzt entsprechend eine eigene Kategorie geben. Die wird wieder mit dem Hashtag gekennzeichnet und auch dafür wird es eine Playlist geben. Und zu guter Letzt, auch nicht groß überraschend, die Kategorie Review oder Test. Da muss ich mir vielleicht noch eine genaue Bezeichnung überlegen. Review ist ja eine englische Bezeichnung. Test ist so allgemein irgendwie, vielleicht Testbericht. Naja, vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr in die Kommentare packen. Aber für diese Testberichte, die ich auch auf dem Kanal mache, wird es auch eine eigene Kategorie geben. Da möchte ich dann auch ein bisschen transparenter werden. Wenn ich zum Beispiel Dinge zugeschickt bekomme oder einen Teil des Kaufbetrags erstattet bekomme, dann werde ich das auch deutlich kenntlich machen. Entweder im gesprochenen Text oder halt in der Videobeschreibung. Das ist jetzt erstmal der Anfang mit den Kategorien. Falls ihr noch eine Idee habt, welche Kategorien ich noch einführen könnte, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich freue mich auf weitere 10.000 Abonnenten mit euch.